Alright, und da sind wir wieder. Flug der Kestrel geht weiter. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Jeder hat seinen Tipp abgegeben. Wo soll ich hin? Wo soll ich nicht hin? Eine Sache, okay, ihr habt euch fast alle dafür ausgesprochen, in den Mantis-Sektor zu springen. Die Sache ist aber, soweit ich weiß, bekommt man das Mantis-Schiff nur, wenn man zum einen einen Teleporter auf 2 hat, die Medibay auf 2 und einen Mantis an Bord. Also die Chancen, dass das wirklich alles zusammenkommt, ich habe weder einen Teleporter noch einen Mantis, ist ziemlich klein. Außerdem ist es nur ein von Mantis kontrollierter Sektor. Trifft man nicht auf die Piraten, die einem das neue Schiff geben, nur in dem Mantis-Hauptsektor? Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden nicht mit euch allen auf Kriegsfuß stehen, deswegen wir fliegen zu den Mantis und schauen mal, was passiert. Und weiter im Text. Oh, gleich ein Laden. Ich nehme mal noch diesen einen Sektor hier mit oder gleich hier runter. Von oben rum komme ich auch, aber unten gibt es viele Sektoren. Ich nehme mal den einen hier noch nach vorne mit für ein bisschen mehr Schrott und dann geht's zum Laden. Oh, hier ist gar nichts. Na, dann halt nicht. Trommelwirbel. Oh yes. Hallo Mantis. Long Range Scanners brauchen wir nicht. Stealth Weapons brauchen wir auch nicht. Wir reparieren uns ein bisschen. Tada. Kaufen den Mantis. Und oh, ich sehe gerade. Kurzen Blick. Mantis 1, Slug 2, Rock 3, Sultan, Mensch. Uns fehlt noch ein Angie. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, wir hätten sie schon alle zusammen. Kurzer Blick. Unsere Crew ist voll. Wen können wir rausschmeißen? Wir müssen auf jeden Fall einen Menschen rausschmeißen. Wer ist entbehrlich? Wer ist entbehrlich? Die Sache ist, den kleinsten Skill hat Simo hier an den Schilden. Ja, dann muss wohl er dran glauben. Dann werde ich wahrscheinlich Dangler den Sultan an die Schilde stellen. Da steht er nämlich ohnehin schon. Ja, tut mir leid, Simo, du musst gehen. Und wir kaufen einen Angie, Johnny Maloney. Yeah, Achievement Unlocked, the United Federation. Cool, dann ist mein Overall-Ziel für den Run auf jeden Fall schon mal durch. Ich guck mal kurz, ja, die Drohne können wir auch verkaufen. Wir haben nicht vor, auf Drohnen zu gehen, auch wenn sie jetzt nicht allzu schlecht war. Ich heile mich wieder ordentlich nach oben. Oh, wir haben ja noch ein Loch an Bord. Na, darum müssen wir uns kümmern. Und wo gehen unsere nächsten Punkte hin? Auf jeden Fall einen weiteren Schildpunkt. Solange wir keine besseren Waffen finden. Okay, ich bin wieder drin. Und wir flitzen weiter. Ein Distress-Signal. Okay, wir können Ihnen helfen mit unserem Angie-Crew-Mitglied. Ja, hat sich gleich ausgezahlt, dass wir ihn dabei haben. So, nächste Baustelle. Wir brauchen dickere Waffen. Und dafür wird gekämpft. Sie versuchen abzuhauen. Das Spielchen kennen wir schon. Wir lassen niemanden abhauen. Ich will unbedingt das zweite Layout. Oh, was? Wie bitte? Unbedingt das zweite Layout von der Kestrel freispielen. Ich weiß nicht genau, wie es dann heißt. Aber das Ding ist super cool. Tolle Raumanordnung. 4 Startwaffen. Nicht schlecht. Okay. Oh, sein Triebwerk ist wieder in Ordnung. Los, gebt euch Mühe, gebt euch Mühe. Na, ich schieße noch eine Rakete ab. Jo, nehmen wir mit.
Und zack, sofort zwei weitere Punkte. Den Store. Ja, hätte ich vielleicht nehmen können. Ist aber in Ordnung. Schmerzt nicht so sehr. Ein Mantis mit nur einem Schiff. Mit nur einem Schild. Das heißt, ihr seid gefundenes Fressen. Aha, das dachte ich mir doch. Das ist auch gut. Man kann jemanden, der leicht angeschlagen ist, auch sofort kann man rausziehen und sofort wieder reinlaufen lassen. Und er ist nicht mehr primäres Ziel der Angreifer. Wunderbar. Das war easy. Heute mal einen schnellen Blick auf die verschiedenen Layouts, auch von den Schiffen geworfen, die ich noch nicht habe. Gerade das zweite Layout von den Mantis sieht ja dermaßen fies aus. Mit einem 4 Punkte großen Teleporter und einer Medibay direkt daneben gelegen. Damit kann man ja echt fiese Dinge anstellen. Mir kribbelt's in den Fingern, habe ich echt Bock drauf. Obwohl, die Mantis hauen, glaube ich, nie ab. ...30 Scrap werden immer gerne genommen. Kommen wir von unten hier weiter? Ich probier's. An die Sonne habe ich mich immer noch nicht gewöhnt. Da muss nur die falsche Kombination von Events zusammenkommen und man hat Probleme. Okay, die Mantis wollen hier unten durch, dann warte ich einfach im nächsten Raum. Alles gut, alles gut. Naja, ich ziehe mal meinen Menschen kurz ab. Muss ja nicht sein. Oh, wer war noch angeschlagen? Ach so, ja, das hält er aus. Ach was. Fan? Ganz schön nutzlos. Ich habe meinen Mantis einfach stehen lassen. Egal. Dann kann er jetzt auch helfen beim Löschen. Das heißt, alle ihr, die es jetzt seit 2-3 Minuten gesehen haben, haben sich gedacht, was zur Hölle macht er denn? Was macht er? 27 Scrap, schön. Und wir springen weiter. Ja genau, hier wollte ich den Umweg fliegen. Und den können wir im Vorbeifliegen auch noch umlegen. So, alle nebenher geheilt, sehr schön. Der Slug kommt zurück auf die Medibay. So, ich glaube, das sollte eine ganz gute Verteilung sein. So, als nächstes sind die Triebwerke angesagt, oder? Triebwerke. Je schneller wir die ausbauen, desto mehr können unsere Leute ihre Skills steigern. Wow, das macht Spaß. So ein großes Team an Bord ist echt cool.
Der Rock ist so langsam. Er kriegt überhaupt nichts mehr ab vom Spaß. Vielleicht sollte ich ihn nicht zu weit zurückschicken. Ja, ist vielleicht besser. Der Mantis kann sich schnell bewegen. Der Rock nicht. Sollte ich vielleicht, ja, vielleicht sollte ich meine Raketen einfach langsam mal benutzen. Ich habe so viele. Was habt ihr denn? Ja, ihr wollt mir krass viel Treibstoff geben, aber was soll ich mit Treibstoff? Ich habe 19. Das sollte mir echt reichen. Naja, aber die kann ich mir sparen. Bye bye. Wie weit kommen Sie rein? Wie weit kommen Sie ran? Kann ich mir noch einen weiteren Sprung erlauben? Ich probier's mal. Nichts zu holen, schade. Ah, wenn man vom Teufel spricht, ich kann Raketen verkaufen. Da es meine einzige Alternative ist, falls ich jetzt auf einen stärkeren Gegner treffe, verkaufe ich mal nicht alle, aber 10 Stück könnt ihr gerne haben. 90 Scrap? Ja. Mantis kontrollierter Sektor, Rock Sektor. Ich schaue auf die nächsten Punkte hier. Ich würde gerne diese zwei grünen mitnehmen. Ich will ja unbedingt das Unknown Ship, das Crystal Schiff, weiß ich nicht, ob ihr da schon von gehört habt. Aber da braucht man eine Menge Glück, um das alles so in die Reihe zu kriegen. Grün und Rot macht eigentlich keinen Unterschied. Eben war ich, ja, ich fliege einfach weiter bei den Mantis. Das war ja eben kein schlechter Sektor. Und ein Distress-Signal. Ah, wir müssen ein Piratenschiff könnten wir freischießen. Ich kenne nichts, wo es mehr bringt, dem Schiff zu helfen. Also kann ich es auch einfach zerstören. Entschuldigung, Jungs, ihr habt euch den falschen Job ausgesucht. Und weiter im Text. Eins, zwei. Ja, fliegen wir einen kleinen Umweg. Oh, Asteroiden treffen auch ein getarntes Schiff. Das ist interessant. Wow, ganz schön beladen an Waffen. Mann, Mann, Mann. Zack, zack, zack. Ein Treffer. Naja, gerade die Ionenwaffe, die mich am wenigsten interessiert hat, sie auszuschalten. Naja. Er wird sich sowieso gleich unsichtbar machen. Ist egal. Und tschüss. Jetzt reicht's. Haha, klar, so leveln meine Leute natürlich ordentlich mit. Die Rakete ging leider daneben. Egal. Boom, nichts mehr mit Verstecken. Hey, Charlie, nee, Joel an den Waffen. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Wird doch sonst nichts. Na, gut zureden hilft. Zur Runde und weiter.
Zack. Drei Jungs versuchen ihr Glück. Naja. Dann sagt mal Hallo. Und Fan auch. Oh, das wird schmerzhaft. Habt ihr euch das falsche Schiff ausgesucht? Brennt's gleich im richtigen Raum. So, ein Auge drauf, wann der Ausbruch kommt. Ja, da kommt er und wir springen direkt weg. Wow, viele Asteroiden. Fliegt. Ah, hat's mir gerade meine Waffensysteme. Wow, was geht? Kommt mal runter. Ihn lasse ich mal besser wieder da. Ach so, klar, meine Ausweichchance ist gerade auf 0% gefallen. Nee, alles auf die Waffen. Mensch, mit dem Anfall habe ich immer gar nicht gerechnet. Jo, den Scrap stecken wir dankend ein. Ganz schön angeschlagen, unsere Crew. So, haben wir alle? Ja, sieht gut aus. Und du kommst wieder zurück auf deinen Posten. Ah, schöner Run, da ist gleich der Storm. Wir reparieren uns. Ja, jetzt ist alles voller Mantis. Gut, danke. Waffen brauche ich, Jungs. Waffen. Holen wir uns einen Crew-Teleporter? Ihr habt gesagt, ihr wollt mal sehen, wie ich mit einem Crew-Teleporter spiele. Ich habe krass schlechte Erfahrungen gemacht beim letzten Flaggschiff der Rebellen. Da mit einem Crew-Teleporter. Die hauen Ewigkeiten auf dieses Thema ein. Ich denke mir, ihr schreit, ja, 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 mach, mach. Na gut, ich mach's. Zack, Crew-Teleporter gekauft. Wir basteln unser Schiff wieder zusammen. Crew-Teleporter für zwei Leute. Wir können Rock und ein Mantis rüberschicken. Ich würde versuchen wollen, den Teleporter, einen Punkt auf jeden Fall ausbauen zu können. Aber dafür haben wir genug Zeit. Das kriegen wir schon hin. So, bei Situationen wie dieser hier zum Beispiel, der Gegner kann uns nichts tun. Na, okay. Machen wir es halt.
Und da holen wir sie wieder. Wir wollen ja nicht, dass sie auf dem gegnerischen Raumschiff draufgehen. Scrap, sehr schön. Das wird direkt investieren werden. Kriege ich den Punkt von da nach da? Ich springe mal gleich zum Shop weiter. Hull Laser 2. Und ich kann ihn mir leider nicht leisten. Okay, nicht ärgern. Hermes, ich habe 7 Raketen. Nee. Nee, ich stehe nicht mehr auf Raketen. Das habt ihr euch versaut. Aber dafür bauen wir unseren Teleporter aus. Ja, der Run macht Spaß. Der fühlt sich gut an. Bis jetzt.